Herzlich willkommen. Seit langer Zeit mal wieder ein Video zum Vertiefungskurs Mathematik, Klausurvorbereitung für meinen entzückenden Mathe Plus Kurs. Es geht heute um den größten gemeinsamen Teiler. Erstmal, wie der Name schon sagt, da steckt schon alles drin. Es geht um den größten gemeinsamen Teiler. Wir beschränken uns hier immer auf nur zwei Zahlen. Auch wenn ich es mal nicht hinschreibe, a und b seien immer natürliche Zahlen. Dann definiere ich zunächst mal deren gemeinsame Teilermenge, groß T, Index A, Semikolon B, einfach als alle natürlichen Zahlen, die sowohl A als auch B teilen. Dieses Dächle heißt und, das heißt wie immer teilt, das heißt T ist ein Teiler von A und ein Teiler von B. Das sind also alle gemeinsamen Teiler. Diese Menge ist auf jeden Fall nicht leer, denn jede natürliche Zahl wird auf jeden Fall von der 1 geteilt. Das heißt, die 1 ist immer ein Element. Sie könnte auch schon das einzige Element sein. Aber auf jeden Fall ist das eine nicht leere Menge natürlicher Zahlen, die offensichtlich nach oben beschränkt ist. Ja, denn was Größeres als a bzw. b kann diese Menge ja nicht enthalten. Und dann ist der größte gemeinsame Teiler, auf Englisch, falls ihr das mal seht, GCD, Greatest Common Divisor, dieser beiden Zahlen einfach das größte Element hiervon. Okay, das wirkt jetzt sehr abstrakt. Gucken wir uns gleich ein einfaches Beispiel an. So, nehmen wir die Zahlen a gleich 1224, b ist 300 und die zerlege ich jetzt in ihre Primfaktoren. Das ermöglicht es mir nämlich besonders leicht, den größten gemeinsamen Teiler zu bestimmen. Gleich aber zur Logik, die hier dahinter steckt. Zum einen, wir haben dieses Jahr ein bisschen vertiefter diesen elementaren Zahlentheorieaspekt beleuchtet. Um die Primfaktorzerlegung zu beweisen, beziehungsweise genauer die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung, braucht man das sogenannte euklidische Lemma oder eine verallgemeinerte Form davon. Und um dieses zu beweisen, braucht man die ganzen Eigenschaften des GGT, die wir entwickelt haben. Das heißt, es ist logisch nicht korrekt, wenn ich jetzt hier schon die Primfaktorzerlegung einfach reinstecke. Das ist einfach nur, um ein Gefühl für diese ganzen Dinge zu bekommen und um den GGT ohne viel Aufwand erstmal zu finden. Aber ihr solltet im Hinterkopf behalten, wenn man einem logischen Aufbau der Mathematik folgen will, dann sollte man sich zunächst mit dem GGT beschäftigen, das euklidische Lemma beweisen und dann kann man zur Primfaktorzerlegung übergehen. Und noch ein ganz anderer pragmatischer Grund. Wir werden jetzt gleich sehen, wie man den GGT, den man hier ganz leicht kriegt, mit Hilfe des sogenannten euklidischen Algorithmus bestimmen kann. Den hier kann ich sehr, sehr leicht programmieren. Die Primfaktorzerlegung von großen Zahlen ist selbst für heutige Supercomputer noch ein Problem. Darauf beruhen ja sogar einige Verschlüsselungsverfahren. Das heißt, auch vom praktischen Gesichtspunkt her ist es nützlich, einen einfach zu programmierenden Algorithmus zu haben, der mir am Ende den GGT ausspuckt, ohne auf die Primfaktoren zurückzugreifen. Okay, aber jetzt nochmal hier zu diesem konkreten Zahlenbeispiel. Ihr müsst also gar nicht hier mühsam diese gesamte Menge bestimmen und dann nach dem größten Element gucken, sondern ihr schaut euch an, mit ein bisschen Glück kriegt man es im Kopf sogar hin, ansonsten nehmt einen Taschenrechner, hier steckt die 2 dreimal drin, also als Faktor 8, die 3 steckt zweimal drin, als Faktor 9 insgesamt. Und dann ist da noch eine 17. Bei B, das kriegt man auf jeden Fall ohne Taschenrechner hin, das ist 4 mal 3 mal 25. Also 2 hoch 2 mal 3 hoch 1 mal 5 Quadrat. Jetzt nimmt man sich einfach alle Primfaktoren, die hier auftreten, schreibt die so hin. Das ist offensichtlich nicht richtig. Und guckt jetzt hier jeweils die Exponenten an. 2 hoch 3 und 2 hoch 2, dann nehme ich das Minimum davon, es soll ja in beiden Zahlen vorkommen als Teiler, das was hier steht, das wäre 2 hoch 2. Dann habe ich hier 3 hoch 2 und 3 hoch 1, das Minimum der Exponenten ist 1. Hier oben könnte ich mir noch mal 5 hoch 0 denken, kommt nämlich nicht vor, also kann es auch nicht im GGT vorkommen. Und genauso die 17 kommt hier nicht vor, beziehungsweise als 17 hoch 0, das heißt, das ist weg. Und dann bekommen wir 4 mal 3, also 12 wird der größte gemeinsame Teiler dieser beiden Zahlen sein. Gucken wir uns noch die anderen gemeinsamen Teiler an. Man sieht an dieser Darstellung zum Beispiel hier 2 mal 3, 2 mal 3, die 6 wäre ein gemeinsamer Teiler. Oh, die 6 teilt den GGT, nämlich die 12. Dann die 2 selbstverständlich, auch die 2 teilt die 12. Dann die 3 ist noch in beiden drin. Oh, auch die 3 teilt die 12.
dann 2 hoch 2, die 4. Ah, also alle gemeinsamen Teiler scheinen auf jeden Fall auch ein Teiler des GGT zu sein. Das ist eine der Eigenschaften des GGT. Okay, das Ganze, um sich an den Begriff zu gewöhnen. Und jetzt das, worum es auch in der Klausur dann gehen wird, nämlich den euklidischen Algorithmus. Man kann durch wiederholte Division mit Rest ganz stur und ohne auf die Primfaktorzerlegung zurückzugreifen, den GGT nämlich bestimmen. Warum das geht, sage ich gleich. Jetzt erstmal das Verfahren. Ihr nehmt die größere der beiden, die heiße hier A, die können natürlich aber auch vertauscht sein, die Rollen. Auf jeden Fall nehmt ihr die größere der beiden Zahlen, guckt, wie oft die kleinere der beiden Zahlen reinpasst, das ist hier 4, 4 mal 300 ist 1200, dann bleibt noch der Rest 24 stehen. Das ist der Rest dieser beiden Zahlen bei Division mit Rest und den kürze ich ab mit klein r Index a Semikolon b. Und jetzt, also hier die beiden, die ich durcheinander teile, habe ich mit gelb markiert. Jetzt nehme ich hier dieses b und den Rest, der übrig bleibt, und mache das ganze Verfahren nochmal. Seht ihr hier in orange. Ich gucke, wie oft passt die 24 in die 300 rein. Das ist 12 Mal, gibt 288. Dann bleibt Rest 12. Und jetzt mache ich das so lange, bis der Rest 0 übrig bleibt. Ich gucke, hier mit grün markiert, wie oft passt die 12 in die 24? Ah, das geht auf. 2 mal 12 ist 24 plus Rest 0. Und jetzt ist das Ding hier, dass am Ende hier vor dieser 0 stehen bleibt der GGT oder eine Zeile drüber, das, was hier als letzter Rest ungleich 0 rauskommt, ist der GGT. Und das muss natürlich nicht nach nur so wenigen Schritten abbrechen. Bei größeren Zahlen kann das ziemlich lang sein, aber es ist eben leicht zu programmieren. Mache das so lange, bis hier nichts mehr übrig bleibt. So, und jetzt noch kurz zum Hintergrund, warum ihr das wirklich den GGT dieser Zahlen liefert. Man kann zeigen, wir haben im Unterricht noch so ein Lemma gemacht mit 5 Aussagen. Das werden wir jetzt hier in den Videos nicht im Detail nochmal alles beweisen. Die sind teilweise recht anstrengend, also sind nachvollziehbar, aber es ist nicht so, dass irgendwie alles geschenkt wäre. Man kann beweisen, dass der GGT von A und B das gleiche ist wie der GGT von B, wie gesagt, B sei die kleinere Zahl, und dem Rest, der hier übrig bleibt. Also das setzen wir jetzt voraus, dass das eben gilt. Und jetzt Achtung, dann heißt es doch, der GGT dieser beiden gelb markierten Zahlen ist das gleiche wie der GGT von diesen beiden orange markierten Zahlen. Und jetzt habe ich das verkleinert. Ja? Jetzt habe ich kleinere Zahlen und jetzt mache ich das wieder und wieder und wieder. Und am Ende, wenn hier die 0 übrig bleibt, das sieht erstmal komisch aus auf den ersten Blick, lande ich bei GGT von 12 und 0 und das ist aufgrund dieser Gleichheit automatisch auch der GGT von A und B. Das ist das Entscheidende. Also hier dieses Ding wendet ihr wieder und wieder und wieder an und am Ende landet ihr hier bei diesem Ausdruck, was wie gesagt gleich das hier ist. Und jetzt Achtung, das sieht falsch aus, aber ist richtig, denn 12 teilt natürlich 12. Und 12 teilt auch die 0, denn 0 ist 0 mal 12. Also da nehme ich dann die 0 zu den natürlichen Zahlen dazu in dieser Teilbarkeitsdefinition. Und damit steht hier am Ende diese Zahl als GGT von den beiden ursprünglichen Zahlen da. Gut, auch wenn ihr das nicht im Detail verstanden habt, diesen Algorithmus müsst ihr anwenden können. So, es gibt aber noch einen Bonus, den sogenannten erweiterten euklidischen Algorithmus. Und zwar hilft er einem, den GGT, also in dem Fall die Zahl 12, zu schreiben mit Hilfe der ursprünglichen Zahlen, nämlich 1224 und 300, und zwar wie folgt. Wir nehmen die vorletzte Gleichung vor der 0 und dann wissen wir doch, hier hinten steht der GGT, denn es ist das, was hier dann auftauchen wird. Und diese Gleichung lösen wir jetzt auf nach diesem GGT, also wir bringen das auf die andere Seite. Dann steht das so da. Und das Ziel ist, am Ende möchte ich was mit 300 haben und irgendeinen Vorfaktor und was mit 1224. Und jetzt hangle ich mich so lange hoch, bis am Ende auch noch diese Zahl mit vorkommt. Das ist jetzt hier schön einfach, weil es nur noch eine weitere Gleichung gibt, oberhalb von der. Das könnte aber noch eine zweite, dritte, vierte sein. Eine Klausur natürlich nicht bis zum Exzess, aber es könnten zum Beispiel noch, könnte noch ein Schritt mehr dran kommen. Ihr löst die Gleichung 1 jetzt auf nach dieser 24. Das heißt, ihr bringt das hier rüber und schreibt diese 24 als 1224, das ist unsere Zahl A, die wollen wir haben, minus 4 mal 300, das ist unsere Zahl B.
Jetzt müsst ihr nur noch ausmultiplizieren und sortieren. Minus 12 mal 1224, lassen wir so stehen, schreiben es nach vorne. Minus 12 mal minus 4 gibt plus 48 mal 300 plus einmal 300 macht insgesamt plus 49 mal 300. Und jetzt habe ich hier, das ist nicht überraschend, wenn man sich das Ganze anguckt, ganze Zahlen. Die können aber auch, wie man hier sieht, negativ werden. Also es müssen keine natürlichen sein. Selbstverständlich nicht, weil ich kann ja schlecht diese Zahl hier als diese Zahl und diese Zahl mit natürlichen Vorfaktoren darstellen. Ja, die Summe ist ja auf jeden Fall größer als das. Also eine der beiden wird negativ sein. Und jetzt haben wir ein ganz wichtiges Ergebnis, mit dem wir uns im nächsten Video noch ausführlicher befassen werden. Der GGT, also die Zahl 12, ist eine sogenannte Z-Linearkombination. Das Wörtchen solltet ihr schon aus Geometrie kennen. Wenn ich Vektoren A und B habe und da reelle Zahlen davor klatsche, nennt man das hier eine Linearkombination der beiden Vektoren. Und in der Zahlentheorie interessiert man sich eben hier nicht für Vektoren, sondern für ganze Zahlen. Und die Vorfaktoren sind ebenfalls ganze Zahlen. Deswegen heißt das eine Z-Linearkombination der beiden Zahlen A und B. Und wir werden im nächsten Video allgemein beweisen, dass der GGT sich immer schreiben lässt als Z-Linearkombination dieser beiden Zahlen. Und das ist das wichtigste Ergebnis, um dann solche Dinge wie dieses Lemma hier zu beweisen. Also darauf beruhen dann im Prinzip alle weiteren Beweise. Cool, machen wir noch schnell ein weiteres Beispiel. Kleinere Zahlen, weil es geht nur ums Prinzip, dass ihr das verstehen lernt. Und die sind jetzt teilerfremd, das heißt, wir wissen schon von vorne weg, hier kann nur die Zahl 1 drin stehen in der Menge der gemeinsamen Teiler. Also muss am Ende die 1 stehen bleiben als GGT. Gucken wir mal. Nee, probieren wir es mal mit 33, dann geht es, glaube ich, noch einen Schritt weiter. Wir gucken mal. Also 33 ist 4 mal 7, macht 28 plus 5. Jetzt nehme ich diese 7 und teile sie durch diesen Rest 5. Dann kriege ich, das ist 1 mal 5 plus 2. Jetzt nehme ich diese 5 und teile sie durch diesen Rest, dann kriege ich 5 ist gleich 2 mal 2 plus 1. Aha. So, und im nächsten Schritt wird es aufgehen. Die 2 durch das teilen, das ist 2 mal 1 plus 0. Das heißt, das hier bzw. das hier ist der GGT, was wie gesagt nicht überraschend ist bei zwei teilerfremden Zahlen. So, und jetzt habe ich hier diese 4 Divisionen gebraucht. Und jetzt machen wir wieder den erweiterten euklidischen Algorithmus und gucken, wie wir die 1 darstellen können als Linearkombination von der 7 und von der 33. So, ich löse Gleichung 3 auf nach dem GGT. 1 ist 5 minus 2 mal 2. Und jetzt genau wieder drüben, diese 2, ach, die steht ja hier. Also setze ich ein, 5 minus 2 mal, jetzt löse ich das auf nach der 2, dann habe ich 7 minus 1 mal 5. Und jetzt muss ich tatsächlich noch einen weiteren Schritt machen. Am Ende soll da die 33 mit reinkommen. Das heißt, ich muss diese 5 nochmal ersetzen mit Hilfe von Gleichung 1. Das ist dann 33 minus 4 mal 7. Und jetzt muss ich nur noch sortieren. Also wenn das hilft, hier diese 2 ersetze ich mit Hilfe der Gleichung, diese 5 ersetze ich mit Hilfe der Gleichung und dann habe ich mich hochgehangelt bis zu 33. Und wenn ich sortiere, stelle ich fest, Moment mal, da steht ja immer noch was nicht mit 7 oder 33, nämlich diese 5. Das heißt, ich muss erneut die 5 ersetzen durch diese Gleichung. Dann kriege ich also hier, auch sowas kann auftreten. Einfach so lange sich rückwärts hochhangeln, alles ersetzen, bis nur noch Produkte mit 7 und 33 dastehen. Also hier verwende ich nochmal Gleichung 1. So, dann löse ich da innen die Minusklammer auf, dann gibt es hier minus 33 plus 4 mal 7. Und jetzt, ich hoffe, ich verrechne mich nicht, hier habe ich 1 mal 33 plus 2 mal 33, macht 3 mal 33. Jetzt brauche ich bei der 7 natürlich einen negativen Vorfaktor. Minus 4 mal 7, minus 2 mal 7 gibt minus 6 mal 7.
Und nochmal minus 8 mal 7 gibt minus 14 mal 7. Wenn ihr besser im Kopf rechnen seid als ich, seht auf einen Blick, das ist 99 minus 70, 98, das ist tatsächlich die 1. Also wir haben uns nicht verrechnet und haben jetzt die 1, also den GGT dieser beiden Zahlen, geschrieben als Z-Linearkombination der beiden ursprünglichen Zahlen, nämlich 33 und 7. Die Vorfaktoren sind eben 3 und minus 14. Eine nette kleine Anwendung davon ist, wann immer ich zwei teilerfremde Zahlen habe, kann ich die 1, also den GGT, so schreiben, mit Hilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus. Und wenn ich jetzt das hier, also ich weiß, das hier ist 1, wenn ich das auf beiden Seiten mal n nehme, n irgendeine natürliche Zahl, steht hier natürlich n, und hier drüben 3n mal 33 minus 14n mal 7, das heißt, ich kann jede natürliche Zahl als Z-Linearkombination dieser beiden Zahlen darstellen. Das ist jetzt zumindest für jemanden wie mich eine überraschende Aussage. So, als Abschlussbemerkung, diese Darstellung hier ist nicht eindeutig. Da hatte ich tatsächlich gar nie drüber nachgedacht und war überrascht, als zwei Schüler in meinem Mathe-Plus-Kurs verschiedene Darstellungen bei einer Aufgabe gefunden hatten, einfach durch Ausprobieren. Wenn man aber kurz drüber nachdenkt, kann man das hier ganz allgemein zeigen. Ich kann die 0 einfach schreiben als minus 7 mal 33 plus 33 mal 7. Klar. Jetzt nehme ich das mal irgendeine ganze Zahl, dann bleibt hier natürlich 0 stehen und hier kriege ich diese Vorfaktoren. Und jetzt kann ich in dieser Darstellung hier eine nahrhafte 0 addieren, die ich dann so schreibe. Und jetzt muss ich nur noch paaren die 33 zusammen und die 7 zusammen. So, und dann bekomme ich hier unendlich viele verschiedene Darstellungen des GGT, aber eben immer als Z-Linearkombination der Zahlen 33 und 7. Und das hier sind eben die ganzzahligen Vorfaktoren. Da könnt ihr jetzt einsetzen, was ihr wollt. Für Z gleich 0 bekommt ihr diese Darstellung. Für Z gleich 1 zum Beispiel bekommt ihr minus 4 mal 33. Also auch, es muss nicht immer der Vorfaktor von der kleineren Zahl der negative sein. Ja, natürlich, warum auch. Minus 4 mal 33. Plus 19 mal 7 wäre eine andere Darstellung und eben für jede ganze Zahl z bekommt er so die 1 dargestellt. Okay, so viel mal zum Einstieg in den GGT. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Da geht es dann um eine allgemeine Charakterisierung des GGT und den Beweis davon. Bleibt dran, bis später.